Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together 7 Days to Die mit der lieben Siri Komori, die gerade nicht bei mir ist. Hallo, ich bin draußen und bau an unserem Häuschen. Wie konnte ich Scheiße. Und schon wieder geht das Gefluche los. Könnte ich nochmal irgendwas aufsammeln, draufhauen, oder? Eigentlich mit E, wenn du es einsammeln konntest oder kannst. Ich muss draufhauen. Bei was denn? Ja, ich brauche doch Baumwolle. Ach so, ja. Ach so, das meinst du. Ja, mit der blanken Faust am besten draufhauen. Dann sammelst du es ein. Und ich habe außerdem einen Kürbis eingesammelt, aber der war schon gut. Ja, wenn der Kürbis fertig war, ist das ja in Ordnung. Glaube ich zumindest. Da steht einfach nur Kürbis. Ja, wenn nichts hinten dran steht mit Anbau oder Samen, dann ist er fertig, ja. Oh, und mir knurrt der Magen. Also im Spiel. Alles gut, ich hab's schon verstanden. 3, 4. Wir werden übrigens in, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber meine Nachbarin hat mir einfach so mal was zu essen bestellt. Und wenn das dann ankommt, bringt sie dann rüber. Das heißt, wir müssen dann später mal ganz kurz pausieren, damit ich das eben entgegennehmen kann. Also da bitte nicht wundern. Da, was hast denn du sowas wie Baumwolle drin? Bei Medizin habe ich das, glaube ich, rein. Ich brauche mal die Nachelpistole, ich muss bauen. Oh, wir haben genug Baumwolle da. Cool. Ja, siehst du? Die Nagelpistole ist oben neben dem Ofen. Shit. Ja, mich über mich beschweren. Ich will doch nur über den Graben springen. Ich komme nicht rüber, weil ich zu wenig Energie habe, ey. Er sagen, bricht das weil du so immer mitten bist? In der Luft ab. Stoff. Jemand gegen die Wand gehauen. Die Wand war beschädigt. Das war ich nicht. Ich habe meine Schäden habe ich behoben. Ich war es auch nicht. Ich kam da rein und habe das gesehen. Weil einer der Zombies, die hier drin waren, noch. Wo bist du denn? Ich habe noch Baumwolle for you. Ich habe Baumwolle jetzt einstecken noch. Kannst du also im Dings rein tun. Ziehen Schrank. Wulli, wulli, wulli. Walli, walli, walli. Willi, wulli, wuu. Wuschi, wuschi, so, wo hast du gesagt, war die Nachelpistole? Nee, beim Schmelzofen. Ne, beim Schmelzofen. Öfen. Da. Hui. Hui, buu. Es dauert noch 10 Minuten. Oh, das tut mir aber leid. Noch 2 Minuten, dann ist unser Bett fertig. Ganz, ganz dolle Leid. Yay, dann haben wir endlich ein Bett und langsam wird es hell. Das finde ich geil. Total. Das Geilste, wie gesagt, was meine Kleine gebracht hat, während ich telefoniert habe mit der Versicherung, Kopfband angerannt. Geil. Geil. Manchmal, ne? Kinder. Sehr gut, ey. Ja, Kinder halt. Die bringen die tollsten Sachen, während du telefonierst noch. Definitiv. Oder was ich da bei euch erzählt habe, mit hör auf, mich mit dem Minion zu schlagen, mit dem Minion zu hauen. Ja, wenn man Kinder hat, dann hat man irgendwie während des Telefonierens oder so oder während einer Sprachmemo immer irgendwie Tourette. Also, ja, so eine, irgendwie so Tourette-Anfälle, ja. Genau. Weil man ist dann so während des Redens ganz normal auf einmal, weil halt das Kind irgendwas macht halt, fängt man auf einmal an, ba, 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 und dann wieder normal weiterreden. Klar kann ich, schmeiß das nicht rum, morgen mit dir ins Kino gehen. So ungefähr. Das ist jetzt nichts gegen Tourette-Patienten. Ja, eben. Natürlich, das ist eine sehr, sehr schreckliche Krankheit. Wobei der eine hat daraus, ist jetzt ein YouTube-Star dadurch geworden. Ja, tatsächlich, ja. Ja, der, ich glaube, Gewitter im Kopf, oder wie nennt er sich, glaube ich. Ja, irgendwie sowas in der Art. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen, ja.
Aber es gibt tatsächlich auch viele Leute, die kommen damit überhaupt nicht klar. Nein. Also da gab es auch ganz, ganz großartige Berichte drüber, wo zum Beispiel ein Tourette-Patient im Zug gesessen hat und die Leute dann halt irgendwie ankamen und meinten, boah, kannst du dich nicht irgendwo in ein anderes Abteil setzen? Das stört uns voll. Wieso lässt man sowas draußen rumlaufen? Und ich dachte mir nur so, hallo? Das ist fürchterlich. Die Leute können nichts dafür, dass sie das haben. Ja, eben. Ich meine, sicherlich ist das so eine Situation, wo ich mir auch erstmal denke, okay, wie reagiert man da jetzt am besten drauf oder so? Weil ich habe persönlich halt auch noch nie einen Tourette-Patienten getroffen oder kennengelernt persönlich. Ich schon. Ich wüsste jetzt vielleicht nicht direkt, wie man sich verhält oder was ich machen sollte, außer dass ich wahrscheinlich hingehen würde und fragen würde. Aber es gibt ja manche Leute teilweise echt, also die haben das Schlacht nicht mehr gehört, ne? Also, unfassbar, was da manchmal für Kommentare kommen und für Verurteilungen und was weiß ich denn noch? Also ich muss dazu sagen, mit solchen Leuten einfach ganz normal umgehen, wie mit jedem anderen auch. Mhm. Das heißt, wenn sie halt ihre Anfälle kriegen, einfach warten, bis die Anfälle vorbei sind und dann einfach weitermachen, als wäre der Anfall nie gewesen. Mhm. Das ist die beste Möglichkeit, die du eigentlich da machen kannst. Okay. Gut zu wissen. Ja. Mindestens würde ich das so machen jetzt. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde halt hingehen, würde fragen, warum, weshalb, weil neugierig bin ich sowieso. Wenn das natürlich dann für denjenigen oder diejenige unangenehm ist, dann bitte sagen, dann halte ich mal Maul und gehe wieder. Also ist auch kein Ding. Ja. Aber ich bin von Geburt aus bin ich einfach scheiße neugierig. Ich bin schon oft irgendwie, wenn ich in der Stadt war und da war jemand, der eine Behinderung hatte oder so oder hat sich merkwürdig verhalten oder irgendwann bin ich meistens auch mal hingegangen und habe nachgefragt, weil ich einfach neugierig bin. Ich muss sagen, bisher wurde das nicht negativ aufgenommen. Kann aber halt auch ganz böse schief gehen, sowas, ne? Also in die Hose gehen. Ja klar, aber ich denke mal, man ist, es kommt halt auch immer drauf an, wie man sich dann persönlich dem gegenüber gibt. Ne? Gehe ich jetzt hin und so, oh, was bist du für ein Spastiker? Dass das dann natürlich nicht gewünscht ist, ist klar, ne? Ja. Ich meine jetzt auch eher in der Hinsicht, dass man hingeht und fragt, ja, mir ist das aufgefallen, ich habe sowas noch nicht gesehen, ist das eine Krankheit oder wo kommt das her, bla bla bla. Und da habe ich bisher immer, sag ich mal, die richtige Schiene erwischt, sag ich mal so vorsichtig. Bisher? Bisher, ja. Man sieht sowas ja in Anführungsstrichen Gott sei Dank auch nicht jeden Tag. Das stimmt. Von daher. Wobei bei uns, da wo ich früher gewohnt habe, war eine halt gewesen, die hatte das, das hast du halt auch mitgekriegt. Ah ja, klar. Die hat halt dieses körperliche Zucken. Mhm. Die hat ja auch Mittelfinger gezeigt, die hat dich auch angeschnauzt. Also richtig angeflaumt. Okay. Die hat es aber, ich glaube, das ist bei ihr nicht so entstanden normal. Das bei ihr ist es durch einen sehr, sehr schweren psychischen Schlag passiert, den sie da bekommen hatte. Da hat sich das irgendwie. Das kann sein. Mindestens war das so meine Information, die ich bekommen hatte. Oh, und sie schießt wieder? Ja. Das habe ich gerade so ganz gedämpft gehört. Und anscheinend kann sowas auch durch Psychosen generell entstehen. Oder ich kann mir auch vorstellen, vielleicht durch Schlaganfälle oder so, weil das spielt sich ja laut meines Wissens sowieso alles im Gehirn ab. Größtenteils zumindest. Also es sind so, ich weiß nicht, so Fehlinformationen, die, glaube ich, an die Muskeln und so weitergegeben werden. Und dadurch entstehen dann diese Ticks, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wenn nicht, korrigiert mich bitte. Aber dadurch, dass das ja auch großteils echt im Gehirn stattfindet und bekannterweise können Schlaganfälle extrem viele verschiedene Ergebnisse hervorbringen und folgen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Tourette auch sein kann. Ja, ich weiß nur, auf jeden Fall, es gab Tage, da konntest du echt gut sich mit der unterhalten. Hm. Dann gab es halt auch Tage, da war das halt so schlimm mit ihr. Da hat die hat dich ja nur beleidigt und hat dann nur rumgeschrien und so. Hat rumgezuckt. Ja, es gibt gute und schlechte Tage halt auch, ne? Ja. Es gab mal einen Bericht über einen, der das ganz schlimm hatte und der hat dann medizinisches Cannabis verschrieben bekommen
Und sobald der was davon geraucht hat, und da war der ganz normal, da waren keine Ticks mehr da, da waren keine Beleidigungen, kein Zucken, da war gar nichts zu spüren. Und man hat dann halt sofort gemerkt, wenn er dann halt das nicht mehr genutzt hat. Und dann hat das halt unmittelbar, nachdem das aufgehört hat zu wirken, hat das halt direkt wieder so schlagartig angefangen, ne? Das ist echt gruselig. Und da wurde halt viel behauptet, das wäre alles gelogen und er will nur das Marihuana haben. Ja, Habe ich auch schon das ist, mitbekommen. Alter, ey, die Menschen heute, ne? Das ist Ja. so furchtbar. Naja, ne? Ja. Hast ja mitgekriegt, was momentan alles so Ja. abläuft. Diese elendigen Vorurteile und Lügen. Ja. Hör Oh, doch da kommt ein. eine Krankenschwester. Eine kranke Schwester. Ich hasse dieses Scheißjagdgewehr mittlerweile so, ne? Ich find's cool. Nee, ich nicht. Ich vergesse immer nachzuladen. Ich hab nachgeladen zum Glück. Wow. Ganz toll. Ja. Was wollte ich denn eigentlich machen? Weißt du das noch? Nein. Gut, ich weiß es auch nicht mehr. Ich komme lieber ins Haus. Bist du zu fett? Ja, total. Du kommst bestimmt noch, nein. Ah, das wollte ich machen. Revolverheld. Weil mich eine Handfeuerwaffe von Qualität 4 gut machen kann und danach weiterhin. Ja, ein Vorteil hat das Häuschen dann. Da habe ich wieder was zu tun. Weil da muss ich auch wieder einen Graben graben. Und Graben graben. Ja, ein Graben graben. Sich bald mal der Typ da aufmachen? In 10 Minuten. Ach Mann, das dauert mir viel zu lange. 10 Minuten. Ei. Tja, du sagst Minions, ich aus der Küche. Baba? Baba! Ich habe eigentlich Miniz gesagt, nicht Ja, aber ich habe Minions. Minions verstanden. Jetzt ruft sie mich gerade. Kann sein, dass jetzt gleich meine Kleine zu hören ist, weil sie reinkommen, weil die kann ja Türen mittlerweile aufmachen. Das sind halt Kinder, ne? Ja. Sie macht auch die Haustür auf, deswegen müssen wir die Haustür absperren. Okay. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Nein. Vor allem, Da wenn muss ich es. tatsächlich auch immer wieder an ein Video denken, Hey, quick wo about your eine junge business. Frau gestreamt hat. Ich weiß gar nicht mehr was, es war nichts gespielt oder so. Sie war halt live gewesen und da kam halt immer wieder das Kind rein, ne, und wollte halt irgendwas. Und sie kam dann halt immer an und hat gesagt: Du, ich hab dir doch gesagt, ich nehme gerade was auf, warte doch noch 10 Minuten. Und, Alter, was die sich dann in den Kommentaren auch wieder das Maul zerrissen haben. Oh, das Kind ist voll schlecht erzogen. Oh, man sperrt doch sein Kind nicht aus. Ich würde die Türen abschließen. Ich dachte mir nur, hä? Das ist ein Kind, mein Gott. Ich meine, was willst du machen, wenn du zum Beispiel eine Katze hast und die hopst zu dir auf den Tisch und setzt sich auf eine Tastatur, weil sie Aufmerksamkeit will? Die tapst du auch nicht am Genick und schmeißt sie aus dem Fenster. Nee, eigentlich nicht, nein. Eigentlich eher das Gegenteil. Das wird natürlich total gefeiert, weißt du? Aber sobald ein Kind irgendwie reinkommt und möchte irgendwas von der Mami, da kommt dann, oh, das Kind ist nicht erzogen. Weißt du, aber weh, Ja. es ist eine Katze. Oh, wie süß. Sie will Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten. Und ich denke mir nur so, ah ja, alles klar. Wollten wir nicht einen Blödsinn. Bewegungssensor haben? Wollten wir nicht was haben? Ein Bewegungssensor. Wir wollten auch Kameras und sowas machen, aber das müssen wir ja erstmal irgendwie Ich hinkriegen kann und bauen zwei können und so. Bewegungssensoren kaufen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das kaufen möchte. Kann man die nicht selber bauen? Schlag doch die Holzdinger nicht, Junge. Was ist los mit dir? Bewegungssensor. Ja, kann ich bauen und kostet eigentlich gar nicht mal so viel. Könnte ich Na, machen, ja. siehste. Dann spart das Und Geld. ich habe außerdem ein Rezept gekauft, was ich schon habe. Hast du Nadel und Fadenband 1? Ich sollte vielleicht was essen. Hast du Nadel und Oh. Fadenband 1? Nadel und Fadenband 1. Moment. Muss ich hier gucken, glaube ich. Nee, hier.
Nadel und Faden. Nadel und Faden. Ich muss das erstmal finden. Nadel, Nadel, Nadel und Faden. Nähe Flanellhemden, Kapuzen, Sweatshirts und Mützen? Weiß nicht, dass ich nur. Was? Winterbekleidung. Bereite dich auf den Winter vor, in dem du lernst, wie man Flanellhemden, Kapuzen, Sweatshirts und Mützen. Ja, okay. Ja, habe ich. Habe ich. Hab ich. Gut. Ich habe auch. Übrigens müssen wir keinen Motor suchen, ich habe einen Motor gekauft. Für so einen Scheiß gibt's Geld aus. Ja. Mensch! Ja. Mensch! Ja. Ach doch sowas nicht. Doch. Mensch! Da versagt mir doch glatt die Stimme zwischendurch. Oh, Schädelbrecher! Nahkampfschaden plus 50%, das ist auch so für dich. Und zweimal Nerd-Tets. Stromflächenschaden, Radius brauchen wir nicht. Nee. Nerd. Ich bin kein Nerd. Ich bin ein Schläger. Aber ich bin Nerd. Doch, wirklich. Ich hab das geskillt. Ich bin okay. Nerd. Okay. Ja. Ein Nerd mit Ö. Ja. Wer Hunger hat. So, das heute fertig. Zumindest das Grundding. Ich werde gerufen. Mama! Nee, bist jetzt nur Mama? Achso, ich habe eine doppelläufige Schrottflinte auf Stufe 4. Ich habe auf 2. Willst du die 4er haben? Nutzt sie doch eher als ich. Wo bist denn du? Im Haus. Nee, bist du nicht. Da bin ich. In dem anderen Haus. Hui! Ich bin da fleißig. Wow. Ich mir jetzt nichts gebrochen habe dabei. Du kannst mir mal Dinge zu spät, mitbringen. Jetzt bin ich auf dem Weg. Ich brauche Pflastersteine. Die brauchen wir noch, die brauchen wir noch für den Zaun beim anderen Haus. Okay. Ich wollte es nur mal erwähnen. Schön, ne? Ja. Hier einmal das da. Dankeschön. Das da. Dankeschön. Na. Gib mir dann ein anderes. Ach so. Moment. Bitteschön. Zerlege ich nämlich. Die zerlegst du. Mach sie kaputt. Ja, um Gewehrteile zu bekommen. Kaputti. Fucicato. Fucicato. So. Also um Schrottflinten. Ist fertig. Dann kommt später noch. Dann kommt hier später. Wie sie einfach neben dem Stein steht, weißt du? Kommt dann später noch der Graben wieder drum. Ich stehe an den Stein rum, weil ich gerade was geguckt hatte. Was kann ich denn da lernen? Übrigens habe ich keine Dingsbrille gefunden. Lass mich durch. So, Futter, ich habe Hunger. Gib mir was zu essen. Du kriegst nichts. Bis auf Diät. Ach, ich gönn mir jetzt mal so einen Kuchen, so einen Shepherd's Pie. Bis auf Diät gesetzt, du kriegst gar nichts. Doch, krieg ich wohl. Nee, kriegst nicht. Und wat zu süffeln. Kriegst du auch nicht. Ah. Ist gar nix. Ah. Der Bescheißdreck kriegst du. Scheiße. Ach, Klebeband habe ich vergessen. Aha. Da. Ach, der. So, was brauche ich denn da? Fahrwerk, Truck, bla bla bla. Zubehör brauche ich noch die Scheinwerfer und die Schraubenfedern. Nee, Bären. Scheinwerfer habe ich da, nur die Schraubenfedern habe ich nicht hier. Armes Du.
Oh, da kommt jeder von hinten angeschlichen. Oh Mann. Ich armes Weib. Ich hab schon mir einen Zombie gehört. Bestimmt wieder bei uns drinnen. Bett mit dir. Ja, das klingt eher nach Graben. Hallo! So, sonst noch jemand? Heute nicht. Ich bin bereit. Wir werden von hinten angegriffen. Ja, kommt wieder so ein Hund, ne? Ja. Diese Mist. Oder ein Bär. Oder ein Bär, ja, das wär's jetzt, ey. Schnell wieder zurück. Wäre sinnvoll, ja. Wow. Oh. Hast du jetzt nur die Baumwollpflanzen geerntet? Ja. Warum nimmst du nicht den Rest auch noch mit? Ich wusste nicht, dass ich das machen soll. Du siehst doch, dass sie reif sind, dann nimm doch mit. Für mich sieht alles gleich aus. Ja, du siehst doch, dass da nichts in Klammern hinten dran steht. In dem Moment sind sie reif. Ich habe noch nicht drauf geachtet, ob das in Klammern steht oder nicht. Ja, du achtest auf sowas nie. Ja, ich merk's. Oh, jetzt ist das schon wieder kaputt hier. Ich kann da schon wieder nichts mehr hinsetzen. Immer wenn das irgendwie mal, keine Ahnung, geupdatet wurde oder sowas, kann ich die ganzen Sachen nicht mehr hinsetzen. Dann muss ich das Ding, oh, das komplette Ding immer umbauen. Umbauen. Och Mann! Jetzt schlag doch das Zeug nicht kaputt. Du Honk. Männisch. Rad. Ach. Essen. Ich schmiere das Eisen, Kunststoff, Abfall, Öl und Säure. Ich häng schon wieder an der Decke fest. Hallo. Hallo. Nee, hier. Flasche mit Säure, Kunststoffabfall. Flasche mit Säure klingt lecker. Dann hau rein. Ich halte nicht auf. Dann bist du aber Lehns. Und Kohle. Kein Kommentar. Doch, Kohle habe ich gesagt. Und Kohle. Ja, toll. Kohle. Das bringt es mir aber auch. Kohle. Kohle. So, mal gucken, was wir Leckeres jetzt kochen können wieder. Kürbissuppe. Kürbissuppe. Ich brauche Holz. So, geschmiertes Eisen braucht. Okay. Ernsthaft? Was denn? Ich kann kochen, obwohl kein Holz drin ist. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Yay! Ich habe die Säure aufgebraucht. Okay. Scham. Die Damm. Schamsuppe oder Wildbreteintopf? Ah, da war noch ein Restbrennstoff drin. Ich habe mich ja schon gewundert. Hier ist noch Holz hier neben dran drin. Jetzt bin ich wieder unten. Oh, das ist kein Holz. Wow, doch 200. Ich hatte noch ein paar vereinzelte kleine Böppel, hatte ich noch rein. Du mit deiner Böppel. Eine Böppel, ja. Du und deine Böppel. Magst du lieber Wildbreteintopf oder Schamsuppe? Was mehr bringt. Da muss ich erst in unserem Lager gucken. 53. Wildbreteintopf habe ich gerade nichts. Keine Ahnung, was der bringt. Dann mach halt Wildbret. Wildbret! Und einmal Speck mit Eier. Das klingt gut. Spuheck. 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 Ein Spuheck. Kann ich denn? Den kannst du nicht. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht.
ist gerade nur. Ich mache nicht mal was. Ich mache eigentlich gar nichts. Ich bin eigentlich friedlich. Ich habe da gerade eben auf die Uhr unten geguckt. Weißt du, wie viele Minuten wir haben? In dem Moment schießt sie da aus der Tür raus. Ich habe das nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Ich mach nicht mal was. Ich komme aber nur hochgelaufen. Mehr mache ich gar nicht. Oh Mann. So, ich brauche nur noch 4 Reifen und dann bin ich eigentlich fertig schon. Was, mit dem zweiten Auto? Ja. Oh, geil. Ich will nur noch 2 Reifen. Yay. Die gerade in der Mache sind bei mir. Hä? Oh, in 1 Minute 50. Ist, hä? Was war das eben? Yay. Jetzt müssen wir einen Schrägstrich tanzen eingeben können. Dance. Dance with me. Du Whisky. Ah, Sprengmeister muss ich dafür können. Okay. Sprengmeister. Ja, Sprengmeister musst du können, damit du sozusagen mehrfach durch Präzisionsschütze sagen. Präzisionsschütze und ich muss immer noch was essen. Ich habe immer noch Hunger. Zumindest ein Biskin. Ich denke mal so an Eier mit Speck. Ich denke, ich werde als nächstes auch noch Finde der Robotik machen. Die Robotik? Ja, wenn ich schon das Nerdige anfange, dann kann ich das Nerdig auch durchziehen. Die Robotik. Ach ja, genau, ich wollte ja den Doktor noch machen. Ja. So, fertig. Wunderheiler bin ich jetzt. Heilmittel stellen 75% mehr Gesundheit über Zeit wieder her. Erhalte 100% mehr EP, wenn du Verbände, Erste-Hilfe-Verbände, Verbandskästen oder Schienen verwendest. Du kannst Fortbites, Recog und Antibiotika fertigen. Uhu. Das Fertigen von Gegenständen an Chemiestationen ist um 40% beschleunigt. Juhu. Ich kann Antibiotika machen. Jetzt bauen wir uns eine Meth-Küche. Nee, Antibiotika-Küche. Trübes Wasser, Nitratpulver, Schimmelbrot. Haben wir noch Schimmelbrot? Wir haben eine Menge Schimmelbrot. Und wo? Ja, unten in Medizin, wo denn sonst? Ah. Glaubst du mich jedes Mal in Medizin rein? Stimmt. Okay. Wenn das Auto fertig ist, mache ich mich mal zur Kiste auf. Okay. Die ist nur 500 Meter von uns entfernt, nämlich. Ich glaube, Nitratpulver war es noch. Nitrat. 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 Nie ist Draht da. Nie ist Draht da. Irgendwie habe ich so viel stimmt. Munition. Oh, nö, das muss ich auch einschalten. Nein. Doch. Brauch Benzin. Brauche ich auch. Benzin. Brauche ich auch. Ja, 12-mal Antibiotika. Yay. Und 3 Schimmelbrote. Yay. Die 3 Schimmelbrote brauchen länger als die 12 Antibiotika, Alter. Yay. G-A? G-A. Was war denn das jetzt? G-A. Hallo. Hi. Mir rutscht meine Socken in den Hausschuh rein. Das ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Was ist ganz schlimm? Mir rutscht meine Socken immer in den Hausschuh rein. Oh, das ist fürchterlich. Ja. Das ist ein ekliges Gefühl. Vor allem, wenn du unterwegs bist und hast so Turnschuhe an und beim Laufen rutscht die Socke dann über die Ferse runter. Das ist so widerlich. Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn du dann... Weißt du, was gerade lustig ist? Ich muss ja jetzt gerade warten, guck gerade auf mein Handy, hab auf GMX eine E-Mail bekommen. Kundendienst, Sparkasse, Kunde wurde eingeschränkt. Ah ja. Ich bin nicht mehr bei der Sparkasse.
Aber gut, klar. Dass da mein Konto eingeschränkt worden ist. Ach schön, sind auch mal wieder diese Spam-Dinger unterwegs. Ja, 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 ja. Ja. Schön, bei mir zu Hause, so bei mir oft. Ist ein Haufen, das ist ganz schlimm. Wie so oft, ey. Aber lustig ist, ich bin ja nicht mal Kunde der Sparkasse, also. Kann es mir sie egal sein. Ich bin Kunde der Sparkasse? Ja, mir kann es egal sein, dass mein Konto eingeschränkt worden ist. Wenn sie Freude dran haben. Hätte zurückschreiben können, was war denn auf dem Konto noch drauf? Was hat schon drauf? Waren meine Millionen schon weg, ja? Ja. Habt ihr meine Millionen schon geklaut? Genau, ich zeige euch an. Ihr habt mir meine Millionen geklaut. So, dann gehe ich mal fort. Du wolltest bauen. Ich bin doch fertig. Dann komm her. Ich hab doch fertig gebaut. Oder bring das eigene Auto mit. Sag doch mal, dass es schon irgendwo rumfliegt. Das andere Auto ist die ganze Zeit noch im Schrank gewesen. Achso, du hast direkt das neue Auto geklaut. Ja, super. Ja. Und ich darf mich mit dem alten Schrott begnüßen. Den hast du ja halbwegs auch zu Schrott gefahren schon. Wie viel Saft hat denn der noch? Ach Gott, den muss ich erstmal tanken, der hat nur noch 50%. Sekunde. Wo ist denn das? Hier. Ich muss erstmal danke. So. Wir haben jetzt noch 7 Benzin übrig. Yay, wir sollten noch ein paar Autos. Nimm mit. Sollten wir. Ja, ne? Umständen. Wir brauchen da so definitiv ein bisschen Benzin. So dezent, ja. Ja. Jetzt geht's ab hier. Ja. Oh, hey, die kickt mich wieder weg. Wer? Alter, wie das hier gerade ruckelt. Ja, ich glaube, das Spiel war nicht konzipiert dafür, dass 2 Leute mit Autos hier rumfahren. Möglich. Ich glaube, weil auch keiner wirklich auf die Idee kommt, auch wir sind hier 2 Leute. Ach komm, wir machen hier irgendwie 150 Autos. Ja. Ich fahr mal da vorne zum nächsten. Erstmal wieder voll Kanüle das Falsche gedrückt. Wir sind bei 32 Minuten. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen, ne? Also, tschüss! Ja.